1 Petrus 5, vers 6 en 7, sagt es dit. Da müht ich jünd unge Gott seine gewollte Hand, dann wird hei jünd abrechten. Schmied all jünde Sorgen ab arm, hei sorgt für jünd. Diese Vers habe ich alle mal eier gehört, nicht so? Schmied jünde Sorgen ab arm, wenn hei sorgt für jünd. Im Vorwerk krieg, dann hier ich ne Botschaft, wo diese Vers wurde gelesen. In ich kriegte ab einmal am anderen Weg zu sein. Ich da haben wir so dort seht, da müht ich jünd für Gott, dann wird hei jünd abrechten. In an der nächste Vers, jaft ja, das wird wat jis alle dann, schmied jünde Sorgen ab arm, wenn hei sorgt für jünd. Oba, das Prediger seht, in ich wurde wahrlich tauschen, ich sehe nicht so eine Person, die Griechisch und Hebräisch und all dort studiert hat. Hei seht, dort an der erste Eva Satan, wo dort seine Unterschied war, dort wurde dasselbe gesagt, aber dort wurde Dollar, der zwei Fars wurde ein Einzelne war. So dort wurde euch so etwas gesagt, demütig jünd für Gott, und hei wird jünd abrechten, und dann sind alle jene Sorge ab arm. Tjede Engels heute hier, sie, wenn wir uns demütigen für Gott, dann ab einmal, dann habe ich keine Sorge mehr. Wie darf ich Sorge über unsere Sorge ab Gott schmieden? Wenn es was meint dort anyways? Was meint dort, wenn wir unsere Sorge ab Gott schmieden? Meint dort, ich gehe in eine Stube nahen, in Bett, und dann sind die Sorge bei arm? Oder meint dort, dort wir raupen und schreien und arm und sagen, nimm du meine Sorge, nimm du meine Sorge. Oder was meint dort unsere Sorge ab Gott schmieden? Sie in Stütze trägt, seht ein Mond zu mir, oder ein paar Lieder, sie fanden mir und sie sagten, wir haben so viel mal dort an Gott seine Hände gelegt. Was soll wir bloß mal tun, dass unsere Kinder dort können scheinen gehen, dass die Kinder anscheinend Leben haben. Und so jetzt mehr mal wem von uns dort, nicht? Jetzt sind wir noch mal so, dass wir dann noch mal gegangen haben. Das Morgens dann habe ich Tietje heute mit Gott und ich habe die Dach am Evangelft und die Sorge am Evangelft. Und dann gehe ich an die Arbeit und 2 Stunden Luther. Auf einmal fällt mir bei, diese ganze 2 Stunden habe ich noch Tiet über die Sorge durch Eva. Wo macht wir unsere Sorge mal ab Gott schmieden? Nur das Break, wo ich in Meyers Eier von dort. Schmied jene Sorge ab arm, wen hei sorgt für jünd. Ich frug jünd all groß, wo macht dort? Wo macht wie unsere Sorge ab arm schmieden? Aber weit je, wenn wir das Farsenbett anders bezecken, wo dort sagt, da miet ich jünd für Gott, dann wird hei jünd abrechte. Und dann wurde jene Sorge bei arm bleiben. Dann wies dort, gucht dort, wie sollen unsere Sorge ab arm schmieden. Dann meint dort, wie sollen uns dein Mädchen für arm? Was meint dort dein Mädchen für arm? Ich da in der Werkträger rede ich mit meiner Freundin, Krackwein dort. Und dort mir dort auf einmal wird angekommen, oder dort mir dort wird klar geworden, mir dacht dort ab. Dort, ich brücke euch meine Sorge ab arm schmieden. Ich brücke mir bloß dein Mädchen für arm. Und dann sieht sie. Sie sieht, dort macht Sinn. Wenn sie sieht, wenn sie auf einmal ein Dach hat, wo wenn sie zur Arbeit fährt und du hast bloß ein Teil, was sie macht, beschäftigt den Dach und du sagst am schweren Ding, was sie macht, seine Dach zu arbeiten. Wenn sie dann morgens dort für Gott bringt und sie sagt zu Gott, das wird ich von da oben tun und mir wird deine Help fehlen. Do me help, please. Und dann, das andere, da muss ich noch mit der Person reden. Mir ist das schwierig, ich weiß nicht gleich, wo ich dort wo tun. Aber ich vertraue dir, was mir helfe. Nun hast du sich gedäumtig für Gott. Und weil die Leute auch viel seine Help. Und dann auf einmal sind die Sorge alle weg von ihr. So, tschei ist seine Worte dort, wenn wir uns für Gott däumtig, dann sind dort keine Sorge, die wir noch mal ab Arm schmieden. Dann sind die Sorge weg, wenn wir uns für Arm gedäumtig. So, was meint dort dann, wenn wir sagen, uns däumtig für Arm? Ich gebe euch ein Beispiel von, was meine Freundin sieht. Nicht? Aber some von uns glauben manchmal, wenn wir uns für Gott däumen, dort meint, oh, nun wird die ganze Welt alle unsere Schauen verteilen, oder nun wird unsere Sünde alle bekennen. Dort ist vielleicht Porto von, aber uns däumen für Gott, dort ist bloß wirklich, Leute, nicht so versagt, hey, ist hier, ich bete, ich frage um noch Help, ich vertraue, hey, wird mich helfen, und dann gehe ich am Dach nennen. Dann auf einmal sind da keine Sorge, wo ich noch mal probe,
op arm te schmieden. Wens ik ga mij duimje dicht voor arm. Kan je verstaan wat ik zei? Dat is een ongeschreid van, ik moet mijn duimje dicht voor arm, dan moet ik mijn zorg naar op arm schmieden. Nee, wat is wat? Duimje dicht die voor arm. Leef duimje dicht voor arm. Met arm taub. Durch hem dag en zien je een woord in dag Eva. Moet een ongewaanheid van empfindlich zijn. Empfindlich zijn te zien stem. Empfindlich zijn te dat je veel aanleg. Wanneer je op eenmaal wordt als wat die zo valt, wat die down is als, dan doe dat. Op een wijze nog meer wijze gooi, nog meer champ die wordt aan. Oh, ik zal dit vielleicht downen. En dan, nou, dat waarom wil ik dat downen? Na de volgende dag champ die dat water aan. Nou, waar wil ik moet dan staan downen? Waarom champ die dat water aan in de volgende dag water? Dan hoor ik nog de stem. Hoor ik moet met, waarom champ die dat allemaal water aan? Mijn vriend werd deswegen eng bij ons en hij vertelt, krijg dat hij ziet, hij aanbiedt moet klooien worden, dat hij zal, of aanbiedt wat bier vallen, dat hij zal dat doen. En hij al zei dat, waarom? Waarom wordt hij zijn staat doen? Dat had hij al lang te zien geleerd, dat werd al lang weg van zijn leven. En aan de volgende dag kwam hij dat water aan en de derde dag water aan. En als dat de derde moe weer, dan doet hij dat bloos. Ik wil je zeer moeten spreken, dat leren God zijn stem, tjane leren. En dat aanzien je een woord leven. En dat moet dag voor dag allemaal met aantop leven. Ik wil je nog een vers lezen van Matthäus 11, vers 28 bij 30. Komt alle naar mij, dat je onge schwere lasten gaan en bedreigd in mij zijn en ik wil je drie geven. Laat je mijn jacht op en leert van mij. Wils ik ze zonfmoutig en van horten duimoutig. En je worden ruw vingen voor je zeilen. Wils mijn jacht draagt niet en mijn last is leeg. Leef Jezus dat? Als dat zijn jacht je kocht draagt, als zijn last leeg, weet je, je doet het te leeg, even des vars even checken. Dat is werkelijk, dat Jezus wil dat we leven. Dat is werkelijk wat hij wil, dat we dat beleven dat zijn jacht niet draagt en dat zijn last gleich is. Veel van ons kennen ze niet. We geloven dat moet zo. We geloven dat moet je zo dat we even onze dingen zorgen. Dat moet je zo dat ik me waarom bed verpleegvuil ween dit. Dat moet je zo dat ik zorg even wat voor jaren mensen denken van mij. Dat moet niet zo. Jezus zegt zijn last is gleich. Wel we ze stort leven, wel we duimutig voor arm leven, en aan wat al die wicht wat op die schulders dragen, worden bloes weichvolle. Wens Jezus wat dat voor die droog. Te meer leren, ga naar website gladysrempel.com of naar YouTube en zeg naar mijn naam Gladys Rempel. Wanneer je vrouw has, of je mij wilt gelijk in te contacten, dann kannst du mir eine Textmessage oder eine WhatsApp-Message schicken auf 205-895-5883. Oder du kannst mir eine E-Mail schicken nur grempelp@gmail.com.